Am Holodomor-Gedenktag haben der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky und seine Frau Olena in Kiew der Opfer der Hungersnot gedacht. Holodomor wird die gezielt herbeigeführte Hungerkatastrophe 1932-33 in der Ukraine unter Sowjetführer Josef Stalin genannt, der Millionen Menschen zum Opfer fielen. Holodomor. Коли ми відчуваємо великий біль і гнів одночас від неможливості забути, зрозуміти і тим паче пробачити жахливі злочини геноциду, які пережив український народ у 20-му столітті. Das Europäische Parlament und auch Deutschland haben die Holodomor-Hungersnot offiziell als Völkermord anerkannt. Zelensky prangerte außerdem an, dass Russlands Armee die Ukraine ausgerechnet in der Nacht vor dem Gedenktag mit einer Rekordzahl von 75 Kampfdrohnen beschossen hat.